Hallo und herzlich willkommen und guckt euch mal das Gesicht an. Zu einer neuen Folge von Let's Play The Sims 4. Ich würde sagen, wir machen heute mal den ersten richtigen Tag hier. Wir haben ja kein Geld, wir sind ja pleite wie Peter Zwegert. Und den geht's allen kacke. So, jetzt muss ich mal hier. Ich habe Sims ja hier noch nie wirklich gespielt, deswegen muss ich jetzt mal hier gucken. Bedürfnisse. Ha. Blase. Meiner Blase geht gut. Ich habe noch keine Blaseninsuffizienz. Das ist der Hammer. So, haben wir eigentlich ein Badezimmer? Irgendwie wäre vielleicht mal ganz nett zu wissen. Wir haben kein Badezimmer. Das funktioniert, das ist ja der Hammer. Ich glaube, hier sollte ein... Oder sollte da die Küche hin? Wir brauchen ein Badezimmer. Ja, aber kein Klo, wir können nicht kacken. Das ist blöd. Ich habe natürlich auch kein Geld, ne? Dann müssen die alle mal die Nachbarn besuchen. Yeah. Nur weil... Weißt du? Bei den Nachbarn kacken gehen. Hat man doch gelernt in der Schule. Ah, wunderbar. Ja, die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Wo ist Kleingeist? Ja, ich kenne nur Weingeist. Ja, können wir mal rein? Hallo? Andi, kannst du mal... Andi. Hier wohnt niemand. Ja, ist ja super. Andi sucht erstmal Müll nach was zu essen, oder? Andi sucht wirklich einen Müll. Das ist eine realistische Situation, die Sie hier sehen. Andi spielt im Müll. Ist ja quasi wie seine Dual-Barettas. Wir gucken ihm natürlich zu. Was ist denn das? Exe macht sich was von den Hosen. Wir haben kein Klo, wir brauchen ein Klo. Huch. Wo könnte es denn hier ein Klo geben? Lounge. Genau, ein Bar. Eine Bar. Jedes öffentliche Restaurant hat natürlich auch eine Toilette. Hoffentlich. Ich will nicht, dass die sich hier am ersten Tag, weißt du, eingezogen. Super Haus, tolle Villa, ne? Kein Klo. Das ist der Hammer. So, perfekt. Wieso geht's dem denn jetzt mit der Blase besser? Ach ne, das ist nicht extra gewesen. Ja gut, ne, verwenden wir mal. Ja, für jeden. Sind ja genügend Toiletten da. Die Kuh muss noch nicht. Hier. Ärgerliches Häuflein machen. Ja, auf jeden Fall. Hier, selbst Andi darf auf Klo gehen. Wie sie alle synchron hier hingehen. Ist das nicht mal eine Familienfeier? Jetzt müssten hier nur noch Fenster sein. Das wäre doch der Traum. Oh, Grievous ist der Erste, der... Schreibt doch immer noch die Kommentare, ne? Erster. YouTube ist da so typisch halt. Wann müssen wir arbeiten? 9 Uhr. Ist das bei allen der Fall? Muss keiner heute arbeiten? Nein. Keiner kann heute arbeiten, ist vielleicht eher die Definition. Ja, natürlich. Andi beschäftigt sich hier mit Grievous. Die stehen da vor ihrer Anlage und... Ja. Weiß ich noch nicht genau, was das ist.
Das sind die Moves, Leute. Das sind die Moves. Hast du drauf, Grievous? Etwa so. Was ist denn hier mit Nico los? Nico? Aggressiv? Was ist denn jetzt los? Geld ausgeben. Jetzt holen die sich alle hier einen Cocktail. Nico, du hast doch genügend Cocks. Exe. Exe, wenn du Hunger hast, ne? Ich empfehle dir, was zu essen zu bestellen. Mir geht's super, Nico. Nico muss pissen. Ja, Andi hat natürlich immer Hunger. Der holt sich jetzt mal irgendwie so hier eine schöne Schüssel Benzin zum über die Hand kippen. Irgendwie so. Grievous holt sich was zu trinken. Das sind die guten Funny Frischchips. Was ist das, was der da trinkt? Das ist ein Zuckerzunder. Hallo. Ja, was für ein Blick der drauf hat, ne? Also, was ich denn jetzt? Trinkwagen. Wir geben hier alle unser liebes, schönes Geld für die das Essen und Trinken aus. Spino? Ja, Fruits. Was steht denn heute auf der Karte? Oui, es gibt grünen Wein und aus grünen Weintrauben. Dann gibt es Spaghetti mit Tomatenstücken drauf und ganzen Zwiebeln, Hot Dogs und den Krabbenburger. Das ist der Hammer. Nico. Nico, warum gesellst du dich... Nico, ich verstehe. Nico, hier, das ist deine Lady. Cassandra Grusel aus Sims 1. Hier, Nico. Das ist deine. Da werden... Was ist denn jetzt passiert? Ja, erstmal über die Interessen reden und vom Herzen kommen, das Kompliment machen hier, Nico. Das kriegst du hin, ne? Ja, mit Handschuhe reinlegen auf jeden Fall. Nach Karrierefragen ist ja wichtig. Hier, mehr Auswahl. Lustig. Hier, jemand parodieren. Ja, da hatte ich mal einen Bart, ne? Und ist ja witzig. Und da habe ich was geschrieben und da läuft es einfach weg. Ja, Nico, ne? Läuft bei dir. Läuft bei dir mit den Gesprächen. Redest einfach mit niemandem über Lamas oder Chipakas oder wie er heißt. Oh nein, sie setzt sich gegenüber von ihm. Jetzt wird's romantisch. So. Das ist eine Action. Was ist denn mit ihrer Hüfte los? Da hast du aber was Falsches gehört. Und die lassen sich hier alle die Story von Alessia Braun an. Ja, ist mit Eva verwandt. Nico. Man kann der einfach in den Rock gucken. Nico, erzähl dir doch mal ein paar. Jetzt haut der ab. Nein, der stellt sich hin. Was wird denn jetzt? Was ist denn das? Nico, was ist denn los mit dir? Warum stellst du dich hin für ein Gespräch, wenn sie sitzt? Nico. Ja. Was ist denn hier falsch gelaufen? Ja, fesselnde Geschichte erzählen. Der guckt das Fernsehen, natürlich. Ja, also da war ich mal in Berlin, ne? Ist mal ein Bär gewesen. Ja, war so groß, ne? Und den habe ich einfach mit dem Basketball abgeworfen. Richtig drauf, richtig reingeballert. Ja, war so. Ja, interessiert sich gar nicht. Hört ihr lieber oben für Grievous? Ne, für Andi ist es ja. Ja, fühlt sich ja super mit der. Was hat denn die? Ne? Ich schreibe gerne, ne? Schreib gerne Witze. Witze über Juden im Auto. Und ich esse so gern gegrillten Käse. Das ist der Hammer. Ja, Käse! Und ich finde mich ja auch geil. Stell dir vor, ich würde mich selbst immer auf dem Handy anrufen. Das wäre total lustig. Ja, natürlich. Jetzt gucken sich alle hier diesen
das tolle Sims 3 an. Aha, aha. Das ist der Sims 3 Urlaubs hier Erweiterungspack Trailer. Ja, auf jeden Fall. Das ist wieder mal der Hammer, was wir hier alles machen. Reeves ist verspielt, das ist der Hammer. Nico läuft sich hier exzellent über Müll nach. Und Hauptsache, ich sitze hier so abseits. Auf diesem wo krieg ich denn hin? Wieso habe ich ein Lederarmband? Da ist das eine Uhr. Das ist ein Leder, aber ich würde doch keine Lederarmband tragen. Ach du Scheiße, Grievous, was ist das denn? Wie ist der mit keiner zu, das weiß ich schon, ne? Nee, ja, Nico, du haust ja mal die Top-Team raus. Nico, jetzt mach dich doch mal an deinem Schatz ran. Ja, nicht an solche. Da ist ja langweilig. Bella Grusel. Wo ist sie denn? Nico, du hast sie einfach gehen lassen. Nico, hinterher. Oh. Unfassbar. Jetzt müssen wir eigentlich noch die Nacht überstehen. Dann können die nämlich alle gleich arbeiten gehen auch noch. So. Ja, also ich will jetzt eigentlich nur die Nacht hier überstehen. Uiuiuiui. Was tut er denn? Ja. Natürlich. Stimmt, aber man könnte ja mal Kaffee aufbrühen. Okay, vielleicht doch nicht. Vielleicht nehme ich mir einfach einen Kaffee. Hier nehmen sich alle einen Kaffee, Exe nicht. Exe sitzt da einfach. Exe, ich dachte, du schläfst. Ja, die Musik ist auch der Hammer. Alle sind sie irgendwie müde, das ist natürlich... Und da sitzt eindeutig Steve Jobs. Was ist denn das für eine Bar, dass da alle das Fernsehprogramm gucken? Und schon wieder kann man der in den Rock gucken. Axel unterhält sich mit den Kindern, er ist auf jeden Fall Vater von Natur. Und Andy, wenn du kacken musst, dann geh doch kacken. Verwenden. Wie hat Nico denn jetzt die Fitnessfähigkeit erreicht? Was hast du denn jetzt getan? Da freut er sich richtig. Was hab ich mir denn jetzt bestellt? Wieso bestellen die sich denn alle Getränke und nichts zu essen? Das ist unfassbar. Was lernt der denn? Charisma-Fähigkeit. Können die sich eigentlich ein Nickerchen machen? Tatsache. Wir müssen wahrscheinlich die Dinger hier aus, ne? So wie ich das noch kenne. Leute, alle raus. Anni muss schlafen. Was war der? Der trinkt sich das jetzt erstmal, seinen O-Saft. Ja. Okay, was können wir jetzt tun? Wir haben keine Betten, die müssen sich alle mal duschen. Langsam. Anni, wasche doch mal die Hände. In Unschuld am besten. Hier, das läuft alles ganz gut. Hast du mit Google? Ja, weiß ich noch nicht. Läuft auf jeden Fall bei denen. Jetzt hätte ich beim nächsten Mal, jetzt hätte der Ausflug hier schon fast $100 gekostet. Jetzt sollte ich beim nächsten Mal nicht so viel Geld fürs Haus ausgeben, sondern mehr für die Möbel. Alles wird schon. Guck mal, hier. Denen geht's doch allen super hier in der Bar.
Siehst du doch. So, so. Ja, tschüss. Barkeeper geht. Schichtwechsel. Sarah Roth kommt. Und hier hinter uns steht der Millionär von Nation. Was macht Andi denn? Andi ist nicht gut für dein Kreuz. Andi, nein. Und sie soll schlafen. Nickerchen, nicht Fernsehen. Schlafen. Ja, Nico. Andi. Nico, meine ich. Ja, ich verwechsel die Namen. Was ist denn das? Ja. Wer schnarcht denn da? Was mach ich? Nicht Fernsehen gucken! Ach, das ist so. Ja, Sibave. Dieser. Er ist gerade gebetet oder so? Nusch, nusch. Ah, es ist unfassbar. Nicht auch noch Fernsehen. Was ist denn mit denen? Spin, ey. Gibt's hier nicht noch die hier? Da draußen kann er doch schlafen. Nico, Nico, du auch. Ja, da könntest du alle ein Nickerchen machen. Ah, wie sie alle schlafen, weißt du, so zu Hause kein Bett, müssen sie also in der Bar schlafen? Ah, Napse, hä? Hier, komm, ein Nickerchen geht noch. So. Das ist echt traurig. Hauptsache erstmal Grievous und Nico schlafen draußen auf der Parkbank wie so ein Penner. Immer, ne? Wissen wir ja. Ist ja ganz normal. Nico sieht sich gerade in dieser Rolle auch wieder. So. Müssen die nicht jetzt mal echt langsam arbeiten? Zwei Tage bis zur Arbeit, 9 Stunden, 2 Tage. 2 Stunden bis zur Arbeit. Ja, komm, gehen die mal wieder auf aktuellen Grundstück? Nee. Können die wieder reisen? Können die wieder zurück nach Hause? Ja, ne, wir nehmen mal Stefan Weber und Marie Braun mit. Wer auch immer das ist. Nehmen wir mit, ist kein Problem. Ja. Wie sie auch immer stehen, ne? Wieso so? Paketabfertigung. Ja. Und natürlich sitzt Goon. Allein vom Rechner. Und chattet. Das ist auf jeden Fall natürlich. Mir fällt eigentlich auf, ich könnte doch eigentlich, also den PC brauchen sie jetzt echt nicht so am Anfang. Das ist zwar eigentlich ein grundlegendes Objekt, was man braucht, aber wenn du ein leeres Zimmer da. Da kriegen die nämlich wenigstens ein Badezimmer. So. Wo war denn nochmal die Pipette? Ach da. Und so. Okay, perfekt. Und eine Tür. Damit die da auch noch reingehen können. Obwohl. Bodenbelag wäre vielleicht erstmal. Wo weiß ich nicht. Erstmal vielleicht sind Möbel sogar wichtig. Ein Küchenmöbel. Da, Kühlschränke. Können die sich alle nicht leisten? Das ist schon mal gut. Ja, die haben auch keine Türen. Ist auch sehr gut.
Dann halt eine Toilette. Toilette können sie sich leisten, das ist schon mal gut. Kann ich denn jetzt noch eine Tür kaufen? Ja, das geht. So. Perfekt. Dann können die nämlich auch wenigstens mal alle auf Toilette. Gumi geht super. Die stehen hier draußen rum, warten darauf, dass irgendwas kommt. Und die ersten müssen schon zur Arbeit. Ja. Geh doch mal auch mit zur Arbeit. Zur Arbeit? So. Nee. Ja, war falsch. Ja, nee. Hä? Geht's nicht mehr zur Arbeit? Ja. Oder geht das erst, wenn der ein paar Minuten... Kevin, dann sollte sich sein gutes altes Notizbuch mitschnappen und zum Labor gehen. Vielleicht ist ja heute der große Durchbruch. Ja, 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 der kann schon alleine. Oh, hier. Perfekt. Wir haben jetzt ein Klo. Damit ist die Wohnung fertig. Was zur... Natürlich! Der... Ja. Diese Situation. Eine Echse geht auf Klo. Nico wundert sich über einen komischen Geruch. Begegnung im Aufzug. Während der Fahrt mit dem Aufzug schaut Grievous von seinem Telefon auf und sieht, wie sich die Tür öffnet und der Unternehmensleiter zusteigt. Soll Grievous etwas sagen, um den Eindruck zu schinden oder die Mutter? Ach komm, Grievous kann reden. Ja. Ist doch mal nett. Wer ist das denn hier? Morgan Freeman? Und irgendeine random Dame. Perfekt. Da können wir hier die Folge beenden. Alle im Flur und bis dahin und tschüss.